Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Tokyo Mirage Sessions. Im letzten Part haben wir Kapitel 4 erfolgreich abgeschlossen und Yashiro hat sich unserem Team auch angeschlossen. Dementsprechend steht nun die nächste Intermission auf dem Programm und die wird verdammt lang werden. Ich habe ja schon gesagt, dass jede Intermission vermutlich länger wird als die vorherige, weil einfach auch mehr Charaktere dazukommen. Und es ist, glaube ich, jetzt auch schon unschwer zu erkennen, so wie ich gerade stehe, dass da ein paar Charaktere sind, die noch ein bisschen was von uns möchten. Vorweg vielleicht ein paar Infos zu der Intermission selbst, abgesehen davon, dass 1000 Leute im Topic irgendwas von mir möchten. Aber gut, kann nicht so wichtig sein. Ich gucke nach, sobald ich die Sidequests auch machen möchte, weil ich kann mir sowieso nicht merken, wo die alle stehen. Zum einen habe ich mir eine Liste gemacht, welche Sidequests überhaupt verfügbar sind. Und was mir dabei aufgefallen ist, man kann das ja hier immer nachgucken, weil wie gesagt, ich kann mir das sowieso nicht merken, welche Sidequests ich freigeschaltet und vielleicht auch schon weggedrückt habe im Topic. Und normalerweise steht ja immer dabei, okay, ist verfügbar. Oder aber, wie bei Ellie zum Beispiel, dass der Stage-Rang noch erhöht werden muss oder dass wir einfach mit der Story weitermachen müssen. Das heißt, es ist eigentlich immer ganz praktisch, hier wirklich nachzugucken, weil ich dann sofort sehen kann, kann ich die machen, könnte ich die rein theoretisch machen, aber der Rang ist noch nicht hoch genug oder kann ich die auf keinen Fall machen. Und was ich unglaublich witzig fand, als ich hier durchgeguckt habe, war Maiko. Wo dann eben steht, dass die Side-Story noch nicht in Angriff genommen werden kann, weil Maiko irgendeine andere brillante Idee hat und wir erst mit ihr reden müssen. Fand ich super, die Textbox. Werden wir auf jeden Fall auch noch heute machen. Also der Plan sieht wie folgt aus. Wir gehen zuerst in den Bloom Palace, weil wir haben jetzt ja Yashiro. Mal gucken, ob wir mit dem vielleicht noch so ein bisschen was machen können. Und wir haben ja auch noch ein Meistersiegel über vom letzten Bosskampf. Das will ich auf jeden Fall auch so schnell wie es geht benutzen. Danach reden wir mit Miss Maiko, die hat nämlich wirklich eine brillante Idee, also es lohnt sich auf jeden Fall. Und dann kommen die ganzen Sidequests. Das dürften in jetzt nicht festgelegter Reihenfolge die von Tsubasa, Toma, Kiria, Marmori, Barry und Maiko sein aktuell. Yashiro und Ellie könnten wir rein theoretisch auch machen, wenn sich der Stage-Rang in der Zwischenzeit erhöht. Ansonsten eben diese, aber ich glaube, da haben wir auch schon mehr als genug mit zu tun. Vielleicht mal so als kleiner Hinweis, ich habe es bislang nie gesagt, weil ich nichts vorwegnehmen wollte, aber weil wir jetzt mittlerweile schon ziemlich weit fortgeschritten sind, wir haben ein komplett vollständiges Team, wir haben also jetzt auch alle Charaktere, die potenziell Sidequests haben können und weil wir eben jetzt auch langsam teilweise am Ende angekommen sind, mehr oder minder, wir haben hier ja alle Charaktere aufgelistet und wir sehen immer auch den Stage-Rang. Der kann sich noch ganz schön erhöhen teilweise, aber ich glaube, man muss ihn nicht aufs Maximum bringen für alle Sidequests. Kann mich nicht daran erinnern, das irgendwie gemacht zu haben, aber vielleicht kam es auch automatisch. Was eigentlich ganz wichtig ist, ihr seht bei den einzelnen Charakteren oben links in der Ecke drei potenzielle Sternchen, die ausgegraut sind bzw. sich dann grün einfärben. Und ich glaube, jetzt erkennt ihr vermutlich auch ein Muster, wenn wir Itsuki jetzt mal außen vor lassen. Tsubasa hat zwei Sternchen, Toma hat zwei Sternchen, Kiria auch, Ellie hat nur eins, Marmori und Yashiro haben keins. Das sind eben die Charakterquests. Sprich, jeder Charakter in diesem Spiel hat drei Stück. Und dementsprechend können wir in dieser Intermission tatsächlich Tsubasa, Toma und Kiria komplett abschließen, während Marmori und Yashiro zum Beispiel noch ganz am Anfang stehen. Wie gesagt, wollte ich nicht unbedingt vorwegnehmen, wie viele Charakterquests es gibt. Keine Sorge, das Spiel ist jetzt auch nicht sofort vorbei, nur weil wir manche Charaktere dann schon komplett fertig haben. Da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Aber wie gesagt, ich wollte es nicht vorher erwähnt haben, um die Überraschung nicht zu verderben. Aber da wir jetzt bei einigen Charakteren, wie gesagt, die Nebenquests abschließen können, dachte ich mir, ich erwähne mal, dass es insgesamt drei Stück gibt. Gut, wie gesagt, zuallererst gehen wir mal in den Bloom Palace. Da gibt es nämlich, soweit ich weiß, auch noch eine kleine Szene, die ich auf jeden Fall mitnehmen möchte. Oh, großer Bruder. Und alle anderen auch. Hä? Warte, das ist... Er steht nun auf unserer Seite. Er ist mein lang verschollener Bruder. Die Antwortmöglichkeiten sind super. Alles in Ordnung, Tiki. Yashiro ist nun auf unserer Seite. So,
Oh, wir sind nun alle Freunde. Ich hoffe, du wirst auch mein Freund werden, Yashiro. Also kannst du dich wirklich nicht... Na, egal. Entschuldigung für mein Verhalten von vorhin. Es wäre mir eine Freude, euch beizutreten. Danke. Süß. Ja, ich wollte eigentlich zwischendurch schon mal in den Bloom Palace, gerade um vielleicht auch noch so ein kleines bisschen zu trainieren, weil wir haben ja eigentlich ganz gut gesehen anhand von Yashiro, dass wir vielleicht ein bisschen unterlevelt sind. Allerdings hätte ich dann die Szene getriggert und das wollte ich ohne euch nicht. Deswegen müssen wir uns erstmal so durchschlagen. So. Ah, sehr schön. Direkt neue Sachen für Yashiro. Das ist gut. Leider keine Open Audition, aber den Rest nehme ich auch. Gut, dann gucken wir zuerst mal nach Waffen. Weil ich meine, gut, Yashiro hat zwar noch eine, die er meistern kann, aber es kann, glaube ich, nicht schaden, noch ein paar mehr zu haben. Und da haben wir auch Navar. Sieht eigentlich ziemlich cool aus, finde ich persönlich. Seine Arme irritieren mich so ein bisschen, die sind ja so ein bisschen gummiartig. Aber ansonsten finde ich ihn eigentlich ziemlich stylisch. So, das ist unsere aktuelle Waffe. Und wir können jetzt noch eine von den anderen beiden machen. Für mehr reicht unser Prestige leider nicht. Entweder das Silberschwert oder, ja, dieses, ich sag mal, sonnenartige Schwert. Also ich finde, dieses eine Teilchen da in der Mitte sieht so ein bisschen so aus. Das ist cool, aber ich glaube, wir fangen natürlich erstmal hier an. Wenn, dann gehe ich auch chronologisch vor. Jawohl. Gut. Oh, neuer Skill direkt. Ach, sehr schön, direkt die Special Performance bekommen. Hat sich ja schon gelohnt. Gut, er wird, wie gesagt, erstmal das andere Schwert meistern, aber ein bisschen Ersatz zu haben, kann ja auf gar keinen Fall schaden. Ich würde natürlich auch gerne ein bisschen mehr machen, aber nun gut. Yashiro wird sowieso in nächster Zeit nicht unbedingt kämpfen, weil er einfach sehr viel höher vom Level her ist. Ich meine, es wäre praktisch, um den Stage-Rang zu erhöhen, damit die erste Sidequest freigeschaltet wird. Aber wie gesagt, ich will nicht, dass er mir davon levelt. Deswegen müssen erstmal die anderen ran. Gut. Und dann bitte Radiant Unity. Vielleicht kann ich da ja auch noch ein bisschen was machen. Dann können wir die Szene nämlich auch gleich sehen. Aber ich glaube, ich habe so überhaupt kein Prestige. Das ist so eine Fähigkeit, die ich übrigens nie benutze oder auch nie lerne. Weil ich meine, damit erhöhe ich die Chance, dass Savage-Gegner auftauchen. Ich meine, ja, es erhöht auch die Chance, dass seltene Gegner auftauchen. Das sind die, die so ein bisschen orangefarben sind, die also auch besondere Items droppen. Das lohnt sich schon, aber ich habe viel zu viel Angst um mein Leben, wenn ich Savage-Gegner beschwöre. Deswegen eher nicht so. Counterangriffe gegen Gegner werden auf jeden Fall zu Volltreffern. Das ist ziemlich praktisch. Gut, mehr HP ist auch schön. Dann natürlich unser Arcanum. Und mehr Schaden durch Counter-Attacks. Also er ist schon so ein bisschen auf diesen Konter ausgelegt. Aber warum nicht, ne? Also ich benutze den schon manchmal ganz gerne. Es ist manchmal schwer, das zu timen, aber es ist schon ziemlich cool. Und ich finde es auch total schön, dass die Leiste jetzt vollständig ist. Also dass man wirklich alle Mirages und Charaktere da so nebeneinander sieht und weiß, man hat jetzt wirklich ein vollständiges Team. Das ist schon ganz cool. So, Crom ist ja schon zum Lord geworden. Da bin ich auch ganz glücklich mit. Und Shida ist unsere Falkenritterin. Da kann ich auch gut mit leben. Die Sache ist, wen entwickle ich jetzt weiter? Es ist für meinen Perfektionismus immer so ein bisschen anstrengend, dass ich nicht einfach alle weiterentwickeln kann, weil das würde ich halt schon gerne machen. Aber es geht leider nicht.
Ich könnte Thoma entwickeln. Paladin oder Dark Knight. Ist beides eigentlich ziemlich cool. Dann hätte ich Tarja, Sage oder Sorcerer. Ja, okay. Virion, Sniper und Assassine. Tatsächlich war Virion der einzige, bei dem ich damals beim ersten Durchspielen die Klasse nochmal gewechselt hatte nach der Entwicklung, weil mir die einfach absolut nicht gefallen hat, optisch so im Nachhinein. Aber ansonsten habe ich alles auf Anhieb so behalten. Gut, Marmori, General oder Berserker. Und bei Yashiro wäre es Held oder Schwertmeister. Heilige Scheiße, dieses Gesicht. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, damals habe ich da Albträume von bekommen gefühlt. Ich meine, Schwertmeister wäre die passende Klasse für einen Mimidonen, aber heilige Scheiße, dieses Gesicht. Ich hatte ja gesagt, eigentlich wäre Marmori ganz praktisch, weil sie mein Tank ist und dementsprechend auch oft im Kampf ist. Deswegen wäre es vielleicht gar nicht verkehrt, da die Werte nochmal ein bisschen zu erhöhen. Aber ich habe im Vorfeld schon überlegt, General, Berserker, General, Berserker. Die eigentlich richtige Klasse wäre ja General, also die Standardklasse. Schaut so aus, sehr ausgeschmückt und der Kopf irritiert mich so ein bisschen. Oder halt Berserker, sieht eigentlich auch ziemlich schick aus. Von den Werten her hat der Berserker ein bisschen mehr Durchschlagskraft. Dafür ist der General ein bisschen defensiver aufgestellt. Ich glaube, es ist eigentlich ziemlich egal, weil die Werteunterschiede sind gar nicht so groß. Also klar, ne, der eine ist ein bisschen offensiver, der andere ein bisschen defensiver. Aber ich glaube, unterm Strich macht das gar nicht so viel aus, weil die Werte einfach bei beiden Klassen ordentlich steigen. Ich weiß nicht. Eigentlich müsste ich den General nehmen, weil es halt so die Standardklasse ist, sag ich mal, ne, für so einen Ritter. Aber ich hatte damals den Berserker genommen und ich bin jetzt auch wieder versucht, das zu machen, weil ich den einfach optisch schöner finde. Also ich mag die Farbkombination und ich weiß nicht, ich finde irgendwie so die Kopfform alleine finde ich schon irgendwie ansprechender als diese Wolkenkratzer, die er da auf seinem Kopf hat irgendwie. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich mache Draug echt zum Berserker, einfach weil es noch widersprüchlicher in Bezug auf Marmori ist. Ich meine ganz ehrlich, Marmori als Berserker, das ist sehr weit hergeholt, aber ich glaube, das mache ich. Doch, ich glaube schon. Das ist gut. Yay! Aber eigentlich kommt Draug aus dem falschen Spiel. Er müsste eigentlich aus Awakening kommen, er hat nämlich auch keine Füße. Special Performance Savage Cut. Das klingt interessant. Und neue Waffen können wir uns auch machen. Aber ich denke mal, die anderen Waffen werde ich erst später durchschauen, weil ich habe sowieso kein Prestige und die haben ja alle erstmal Waffen. Ich wollte nur noch mal was für Yashiro machen. Es sieht so ein bisschen falsch aus, weil es jetzt komplett nicht geordnet ist. Damals bin ich wirklich der Reihenfolge nach durchgegangen, weil jetzt haben wir die ersten beiden entwickelt und dann nochmal den vorletzten. Aber gut, ich glaube, es ist schon gar nicht so verkehrt, dass wir wirklich die Charaktere gestärkt haben, die in Bosskämpfen sehr wichtig sind. Sprich meine Hauptheilerin und meinen Tank. Das wäre alles. Danke, Tiki. Ha, sie ist so süß. Und jetzt kann ich auch jederzeit wieder in den Bloom Palace rein, wenn ich irgendwie trainieren möchte oder so. Also ich finde, das sieht schon ziemlich cool aus. Doch, doch. Und Navar steht jetzt auch da hinten rum. So, bevor ich das vergesse, wir wollten mit Miss Maiko reden. Die Fashion-Show-Szenen, die ich noch zeigen wollte, die habe ich nicht vergessen. Die mache ich aber ganz am Ende der Intermission. Ich glaube, die konnte man sich hier angucken. Oder? Oder war das daneben? Oh, schön, ich habe auf jeden Fall die CD bekommen. Nehmen wir das hier. Genau, die Tokyo Millennium Collection. Und da haben wir jetzt auch alle drei Artikel, die wir uns angucken können. Das sind so kleine Cutscenes. Wie gesagt, am Ende der Intermission mache ich das auf jeden Fall. Ich habe es mir aufgeschrieben diesmal, ich hätte es schon wieder fast vergessen. Aber ich glaube, es ist, wie gesagt, als Ausklang einfach ein bisschen besser, dass wir erst die ganzen Sidequests machen. Ganz wichtig bei Miss Maiko. Die hat nicht nur einmal eine brillante Idee. Wenn du mit der Story so ein bisschen weiter bist, ab bestimmten Punkten, und wenn du die Charakterquests gemacht hast,
dann hat sie gewisse Einfälle, dann sollte man auf jeden Fall mit ihr reden. Es wird einem nicht unbedingt gesagt, ich meine, dass der SideQuest-Laptop hat es mir jetzt gesagt, das wollte ich eigentlich sagen, bin heute irgendwie so hippelig, man möge es mir verzeihen. Aber ansonsten, wenn man jetzt nicht gerade danach guckt, dann erfährt man es auch nicht. Sprich, es ist ganz, ganz wichtig, dass man im Laufe der Story einfach von alleine mit Miss Maiko mal redet, um da auf jeden Fall so ein paar Vorteile draus zu ziehen. Es lohnt sich definitiv. Allerdings muss man da, wie gesagt, teilweise einen bestimmten Punkt in der Story erreicht haben und teilweise muss man auch gewisse Charakterquests gemacht haben, weil sonst ihre Einfälle überhaupt keinen Sinn ergeben würden, weil die sich schon so ein kleines bisschen drauf beziehen. Dementsprechend, es lohnt sich auf jeden Fall, die Nebenquests zu machen und es lohnt sich auch ab und zu mit Miss Maiko zu sprechen. Ist dann vielleicht ein bisschen nervig, wenn ich dauernd dorthin renne. Na, hast du was Neues für mich? Aber besser, als wenn ich irgendwas verpasse. Was ist los, Miss Maiko? Sie scheinen sich Gedanken zu machen. Yashiro ist Fortuna gerade beigetreten, richtig? Die zwei wichtigsten Gesichter der Industrie haben sich endlich zusammengetan. Das scheint mir die perfekte Gelegenheit für eine Kollaboration zu sein. Was? Ich glaube, sie sagte gerade noch, bevor die Textbox verschwunden ist, wenn zwei, ich sag mal, Titanen zusammen auf der Bühne stehen, dann wird es die Zuschauer von ihren Stühlen runterhauen, beziehungsweise aus den Socken hauen. Wird es in Zerstörung enden? Würde das die Geburt einer brandneuen Ära des Entertainments sein? Oh, ich bin ein Genie. Klingt das nicht großartig? Was denkst du? Nun, ich schätze, ich würde mir sowas ansehen. Nicht wahr? Nicht wahr? Ich werde Yashiro und Kiria sofort anrufen und ihnen davon berichten. Und damit haben Kiria Kurono und Yashiro Tsurugi das Duo Art Exhibition bekommen. Erklären kann ich das gleich mal eben. Ich kann das sowieso besser als die Texte in diesem Spiel. Ah, und jetzt können wir auch die Sidequests machen. Perfekt. Noch mehr Sidequests in diesem Büro. Das sieht schon so ein bisschen erschlagend aus, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, was sind Duo Arts? Man kann sie ganz gut, falls ihr das kennt, mit den verbundenen Mystic Arts aus Tales of Xillia 2 vergleichen. Sprich, es sind Special Performances, Mystic Arts, wie auch immer. Allerdings funktionieren die so ein kleines bisschen anders als die, die wir bislang kennengelernt haben. Es sind weder wirkliche Special Performances, noch sind es Adlib Performances. Das sind echt super, super tolle Sachen. Und deswegen sollte man auf jeden Fall auch regelmäßig mit Miss Maiko sprechen. Denn, wie gesagt, sie hat ab und zu mal so brillante Einfälle, nicht nur was Kiria und Yashiro betrifft, auch andere Charaktere in dem Spiel. Und ja, so schaltet man eben die ganzen Duo-Arts frei. Allerdings, wie gesagt, muss man da teilweise auch gewisse Charaktere natürlich überhaupt im Team haben, wie Yashiro, aber auch gewisse Charakterquests gemacht haben. Denn diese Duo-Arts sind quasi so ein bisschen, ich sag mal, die Krönung von deren Laufbahn. Sprich, wenn jetzt beispielsweise Toma so ein Duo-Art bekommt, dann wird sie ihn auch in den Himmel loben. Er hat sich ja so gut gemacht. Und das kann man natürlich nicht, wenn er noch überhaupt keine Charakterquest gemacht hat. Deswegen, das sind so ein bisschen, ich sag mal, Belohnungen, wenn man sich so ein bisschen mit den Charakteren beschäftigt hat. Und es sind immer zwei, die zusammen so eine Art haben können. Allerdings kann ein Charakter auch mehrere haben, immer mit anderen Charakteren dann. Ist nicht auf jeden Fall auf eins begrenzt. Und das finde ich ziemlich cool. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ihr macht eine Session, eine möglichst lange Session, dank Open Audition. Und wenn die Session lang genug ist, dann hat man die Chance, so ein Duo-Art zu aktivieren. Sprich, kurz vor Ende der Session, wenn nur noch ein paar Charaktere drankommen, ploppt auf dem Bildschirm die Möglichkeit auf, so ein Duo-Art zu aktivieren. Es sind immer, später zumindest, zwei Möglichkeiten.
Sprich, du hast dann zwei Duo-Arts auf deinem Bildschirm und kannst dich dann mit L oder R für eins von beiden entscheiden. Du musst keins machen, aber ich meine, es ist schon ziemlich episch und es tut ziemlich weh teilweise. Dementsprechend, ja, das ist das, was ich meinte. Man kann die Sessions mit Open Audition länger machen. Man kann die Sessions aber noch länger machen mit den Duo-Arts. Sprich, im besten Fall mache ich eine richtig lange Session, wo alle Charaktere beteiligt sind und kann mir am Ende dann noch eins von zwei Duo-Arts aussuchen, wenn ich natürlich genug freigeschaltet habe, wenn ich nur eins habe, ne, geht natürlich nicht. Und das kommt dann eben nochmal als Special Performance zum Schluss. Und die Sache ist, da diese Duo-Arts Schwächen und Resistenzen ignorieren, kann ich da wieder eine Session hinten dran hängen an das Duo-Art. Ich kann aber nur ein Duo-Art pro Session machen, also das kann ich nicht unendlich lang machen. Aber ja, Session, Duo-Art, Session quasi. Und das ist so wertvoll. Also wie gesagt, man kann währenddessen tatsächlich aufs Klo gehen teilweise. True Story, das dauert verdammt lange, weil ihr wisst ja, wie lang die Special Performances sind und die Duo-Arts sind noch länger. Aber es ist unglaublich episch. Die sehen richtig cool aus. Teilweise machen die extrem guten Schaden, manchmal haben die auch irgendwelche anderen Nebeneffekte, dass sie dich irgendwie voll heilen oder so. Also die sind richtig, richtig gut und die sollte man sich auf jeden Fall auch abholen. Dementsprechend, ja, lohnt sich auf jeden Fall, die Charakterquests zu machen und mit Miss Maiko zu sprechen. Ich werde die spammen später, weil ich habe da unglaublich viel Spaß dran. Ich weiß gar nicht, ob sie sich wirklich immer aktivieren. Ich glaube, die Session muss einfach nur lang genug sein. Werden wir ja auf jeden Fall feststellen. Gut, das war so ein bisschen die Einleitung zu Intermission. Ich wollte ganz gerne allgemein ein bisschen was sagen. In den Bloom Palace mir das erste Duo-Art abholen. Und beim nächsten Mal starten wir dann, ich denke, mit der Sidequest von Miss Maiko. Weil gerade natürlich die dritten Charakterquests, also Tsubasa, Toma und Kiria, die sind natürlich schon noch mal ein bisschen anspruchsvoller als die erste oder die zweite Nebenquest. Da sind teilweise auch knackige Kämpfe mit dabei. Weil ich hatte jetzt schon öfters gelesen, es ist schade, dass viele Nebenquests wirklich nur Gequatsche sind, beziehungsweise nur irgendwie Gegner umkloppen und Items farmen. Wie gesagt, die dritten Charakterquests, die sind noch mal ein bisschen tiefgründiger auf jeden Fall. Die gehen auch wesentlich länger, also da werde ich das nicht in einem Part schaffen, auf gar keinen Fall. Und da sind teilweise knackige Bosskämpfe mit bei. Beispielsweise, weil ich mal nachgeguckt hatte, das empfohlene Level für Tsubasas dritte Charakterquest ist 47. Wir haben 38 mit den meisten Charakteren. Ne? Also da haben wir auf jeden Fall einiges vor uns, da können wir uns drauf freuen. Ich würde aber sagen, das war's für heute mit Let's Play Tokyo Mirage Sessions. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.